Und er geht an die Stange. Noch eine Möglichkeit. Und wieder gehalten. Und der dritte ist drin. Und es war Joe Allen, der zunächst die Großchance vergeben hat. Der kleine Joe. Aber die zweite Chance lässt er sich dann doch nicht entgehen. Und Christian Abbiati ist erstmals geschlagen. Joe Allen mit dem 1:0 für Liverpool. Sterlings Schuss hat er noch ganz gut abwehren können. Christian Abbiati, aber den zweiten von Allen dann nicht mehr. Und damit steht es also jetzt 1:0. Und sieht immer mehr so aus, als hätte der AC Milan noch lang nicht die nötige Form, um in der Serie A wieder eine Rolle zu spielen in der kommenden Saison. Joe Allen, 24-jähriger Waliser, der 2007 bis 2012 bei Swansea gespielt hat. Damals interessanterweise unter dem heutigen Trainer Rodgers Stammspieler war. Und jetzt seine Position hier auch absichert mit guten Leistungen bei der US-Tour. This is Sterling. Penalty. Referee. Again, it's a lazy challenge from Ramit, experienced player. Up against Sterling, he's going away from goal. You have to get this entrusted with a penalty. The double Liverpool's advantage to two. No! He strikes it with power, doesn't he? But Abbiati guesses the right way, and it is quite a comfortable save for the veteran Italian goal. Wieder zurück auf Suso, gut gemacht und ein herrliches Tor. Wunderbar ausgespielt. 2:0, das ist die Entscheidung. Liverpool macht hier quasi den Sack zu. Wunderbar gemacht. Suso auf Coutinho, wieder auf Suso. Und drin ist er. Wunderbar gemacht. Spanisch-brasilianische Koproduktion mit dem Außenriss, dieser Rückpass, und der passt genau ins lange Eck. Jesus Fernandes Saez Sousa, 20-Jähriger aus Cadiz, macht hier das Tor zum 2:0 und zur Entscheidung in dieser Partie, und er sorgt dafür, dass sein FC Liverpool